Willkommen zurück, Leute, zu Secret of Evermore hier auf Spira's Inn. Und wir haben es ja im letzten Part geschafft, das Moor zu verlassen und den Moor-Gegner zu besiegen. Und wir sind halt endlich raus aus dem Moor. Sagen wir es einfach mal so, ne? Klipp und klar, das ist wunderbar. Und nun ist die Frage, wie geht die ganze Sache weiter, ne? Das ist natürlich jetzt die heiße Frage. Ich würde ja liebend gerne nochmal einkaufen gehen. Gab es hier eine Möglichkeit einzukaufen? Sieht fast so aus, weil das wäre total super. Ach, das ist sie, ne? Nektar und so, das... Nee, nee. Das ist leider nicht genau das, was ich suche. Ich suche halt Zutaten. Fucking Zutaten brauche ich. Denn wir können, glaube ich, nur noch den Krafthauch gar nicht mehr benutzen, oder? Einmal, ja. Damit ist auf jeden Fall eine Sache mehr als deutlich. Wir brauchen dringendst Zutaten. Gerade nichts, was wirklich wichtiger wäre als das. Klar, das Vorankommen im Spiel und so, ein bisschen wichtig. Ein bisschen, aber Zutaten können mindestens genauso wichtig sein. Die Frage ist halt, wo kann ich die einkaufen? Kann ich es im Dschungeldorf eventuell kaufen? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube halt tatsächlich, dass es im Dschungeldorf nicht den Kram gibt, den ich brauche. Ohne nerven zu wollen, ne? Jetzt müssen wir aber doch einmal kurz Nektar benutzen. Bestimmt liegt da ja was. Genug Blätter. Toll. Lehm, auch toll. Geht's hier zurück zum Dschungeldorf? Ach du Scheiße, bis zum Dschungeldorf ist ja... Nee, das sind ja Meilen über Meilen über Meilen. Unter den Umständen würde ich halt doch fast sagen, es muss noch eine andere Möglichkeit. Ja, da wahrscheinlich. Ich würde sagen, es muss hier unbedingt irgendwo noch eine Möglichkeit geben, dass ich einkaufen gehen kann. Na, du lässt mich nur übernachten. Das können wir zwar auch machen. Soll ich echt wieder runterlatschen? Ist zu weit, oder? Ich meine, wir müssen auch wieder zurück. Das will doch keiner. Ich mach's einfach mal so. Wir schauen jetzt mal, ob wir auf dem Zwischenweg... Weil ich muss sowieso irgendwann nochmal runter. Und ich glaube, für das, was wir jetzt machen, ist es dann auch nicht so wichtig, dass wir unbedingt uns noch mal 15 Mal hoch heilen können. Sollte da eigentlich relativ egal sein. Dankeschön, Hundi. Denn wir müssen ja erstmal wieder... Als ob. Als ob du nicht tot bist. Freundchen. Das glaubst du doch selber nicht. Nice. Da habe ich wieder 24 reingedrückt bekommen. Bin begeistert. Okay. Angetäuscht. Eigentlich kann man die ja one-hitten, ne? Die meiste Zeit über. Und das würde ich dann halt auch ganz gerne weiterhin so haben. Fuck, Mann. Komm und mach ihn. Genau, töte ihn. 30 Krallen. Das war gerade so viel, wie wir für die Übernachtung gebraucht haben. Ja, natürlich auch top. Eventuell könnte ich auch mal wieder ein Level aufsteigen, weil ich meine, ich bin kein Level aufgestiegen, nachdem der... Ist unser Hund als letztes aufgestiegen oder war ich das? Hier ist auch keiner zum Einkaufen. Verdammt! Verdammt, ich hätte damals... Ja, was heißt, ich hätte damals mehr kaufen sollen? Ich konnte nicht mehr kaufen. War so ziemlich... Hatte so ziemlich alles gekauft, was ich kaufen konnte. Mehr kannst du nicht machen, ne? Mehr kannst du nicht machen. Mehr sitzt nicht drin. Vergiss es. Okay, vergiss es. Wo hast du hier was gewonnen? Wir sind aber auch da, wo wir hinwollen. Das ist schon mal sehr schön. Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle vor zwei Parts oder so. Habe ich hier verzweifelt gesucht nach dem richtigen Weg und ich weiß ihn mittlerweile und bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass mir das nicht aufgefallen ist. Denn wenn man genau hinguckt, zack. Ernsthaft.
Die ganze rechte Seite ist nur, um ein bisschen Gedöns zu finden. Tatsächlich. Für nichts anderes da. Und da muss ich halt sagen, da denke ich mir dann schon so, wow. Das ist doch total verrückt. Aber das scheint immer noch nicht der richtige Weg zu sein. Nee, das ist falsch. Okay. Definitiv müssen wir hier hoch. Das ist sicher. So, auf den Schalter muss ich scheinbar nicht treten. Oder doch? Wir gehen mal hier durch und landen dann... wir landen dann hier. Ich glaube, das hier ist der richtige Schalter tatsächlich. Wenn wir den drücken... Mein Gott. Okay, ich will aber die Erfahrungspunkte von dir noch haben jetzt. Ich glaube, wenn wir hier... Genau, hier kommen wir jetzt nämlich hoch. Den haben wir gesucht. Das war beim letzten Mal ja ein ziemlicher Akt. Diesmal halt auch wieder, aber ja. Wir haben ihn. Was wollt ihr denn hier oben? Kannst du uns sagen, wie wir in den Vulkan gelangen können? In den Vulkan? Nö. Ihr würdet enden wie mein letztes Lagerfeuer. Bitte sag es. Der einzige Weg, den ich kenne, führt direkt in den Krater. Oh, eben fällt mir noch einer ein. Er führt durch die Katakomben zum Zentrum des Vulkans. Ich habe eine Höhle gesehen, doch ein Fels versperrt sie. Telekinese, das ist die Lösung. Mit der Telekinese-Formel kannst du Felsen und andere schwere Objekte transportieren. Lass mich dir diese Formel geben. Ja, Telekinese brauchst du ein Wasser und ein Pfeffer für. Und deswegen haben wir damals das Pfeffer bekommen. Nötigst dafür Pfeffer und Wasser. Ich habe den Pfeffer bereits. Ich habe ihn im Sumpf gefunden. Steht dir nun nichts mehr im Wege, um die Formel zusammenzustellen? Würdest du Zutaten kaufen? Ja, bitte. Unbedingt. Kann man hier Wasser kaufen? Ja, Wasser. Oh, ich habe viel Wasser. Asche. Nehmen wir mal ein bisschen Asche. Wachs habe ich auch. Was fehlt mir denn dann? Wenn ich von allen Sachen so viel Kram habe. Weiß nicht. Mach hier mal den Rundgang so. Tja, keine Ahnung. Dann weiß ich's nicht. Aber wir kommen ja gleich nochmal ins Dorf. Also generell, wir müssen ja Richtung Dorf. Auf Wiedersehen. Okay, tschüss. Danke für die Formel, Mann. Jetzt komme ich weiter. Das ist ziemlich cool. Das einzig Dumme ist halt, dass wir jetzt echt, so wie es aussieht, den ganzen Weg zurücklaufen sollen. Au, also... das Kampfsystem, ne? Manchmal macht es einen schon sauer. Wenn man immer nur mit 100% angreifen sollte, müsste, kann. Alles andere ist halt, gänzlich sinnfrei. Gefühlt. Und das Ding dabei, kann man nochmal ganz kurz was checken. Krafthauch kann ich jetzt zweimal einsetzen. Scheinbar habe ich irgendwann mal irgendwas gefunden. Das war immer noch scheiße. Okay, Krafthauch erreicht Level 2. Nice. Nice, 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 nice. Jetzt bringt er noch mehr. Aber das, was wir jetzt gerade gesehen haben, war, glaube ich, immer noch dein Krafthauch Level 1. Ich glaube, die wahre Stärke des Krafthauchs, die sieht man dann erst beim nächsten einsetzen. Aber das spare ich mir noch ein bisschen auf, lieber. Ein bisschen gehen noch. Okay, wir wollen auf jeden Fall wieder Richtung Dorf. Denn ich glaube, dass die Stelle, von der wir da gerade gesprochen haben, mit dem Stein, die war nicht so weit weg jetzt. Würde ich behaupten. Wir hätten sie nicht einfach erwischen können. Natürlich kannst du das nicht. Das wäre auch... Wäre halt zu gut ge... Oh, oh. Oh, oh. Okay, wir werden jetzt doch den Krafthauch Level 2 einmal sehen. Denn das macht mir jetzt auch mittlerweile ein bisschen Angst. Zeig her.
98. 98. Das ist doch geil. Das ist doch auf jeden Fall richtig geil. 98. Damit kannst du auf jeden Fall was anfangen. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal ein Level... Jetzt vielleicht nochmal ein Level aufsteigen würden oder so. Öl, stimmt. Öl konnte ich auch nirgends kaufen. Beziehungsweise... Nicht so wirklich. Perfekthund, zwei Stück. Zwei Quick Kills finde ich ein bisschen überragend gut. Dankeschön. Aber ich müsste halt auch nochmal wieder ein, zwei Level aufsteigen, weil ich kann diese Viecher halt immer noch nicht eben so locker flockig besiegen. Klar, mit aufgeladener Waffe eventuell, aber dauert es halt noch 7000 Jahre länger, bis ich jemals was machen kann. Und, das will ich halt nicht. So, da ist die Stelle, von der gesprochen wurde. Aber bevor wir da hingehen, ne? Bevor wir da hingehen, will ich auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich nicht irgendwie shoppen gehen kann. Weil ich glaube, hier konnte man... Konnte man hier? Es muss doch irgendwo diesen Ort geben. Verkaufst du mir Gedöns? Auf und verkaufe die besten Rüstungen. Hier habe ich halt leider schon deine besten Rüstungen. Und im Dorf? Ich meine, dass es sowas im Dorf nicht gab. Was ich aber schon merkwürdig finde, dass ich wirklich nicht die Möglichkeit kriege, ne? Mal nochmal einkaufen zu gehen. Jetzt kommt der nächste Dungeon steht an. Das sind halt die harten Fakten, ne? Der nächste Dungeon steht an. Und die lassen mich einfach nicht nochmal einkaufen gehen vorher. Das ist halt schon ein Unding, ne? Diese Missstände, das ist ein Missstand, das geht so nicht. Hier vielleicht zum Dorf? Yep, hier ist das Dorf, definitiv. Na, Wasser gefunden. Okay, dann können wir auf jeden Fall nochmal pennen gehen. Das bringt uns jetzt zwar nicht so arg viel, aber... Die Hexen... Jetzt find den mal, ne? Jetzt find mal hier jemanden, der dir was verticken will. Rüstungsgegenstände bekommen. Was hast du denn? Raptorleder hab ich. Schädelhelm. Lederhalsband. Ja gut, das kann man mal mitnehmen, weil ich glaube, das ist tatsächlich für den Hund. Ja, Lederhalsband. Von 0 auf 5. Das ist doch ganz nett. Einmal, zweimal. Wow. Das klingt so, das sieht nach einem sehr erfolgreichen Abenteuer aus, das wir jetzt hier bald erleben werden. Oh, was ist das? 5-mal Asche, Zauberperle, 4 Stücke Lehm. Du hast schon ein Bär aus der Käferstimme gerettet. Das hast du sehr gut gemacht. Könnte dir eine neue Formel geben, was meinst du? Das ist das Energieschild. Nimm ein Stück Lehm und etwas Asche, um deine Abwehrkräfte zu stärken. Steigere deine Verteidigungskraft. Nice, okay. Davon wusste ich noch nichts. Einfach mal random so ein Ding gefunden. Jetzt kann ich das benutzen. 51 Mal. Okay, Verteidigung können wir auf jeden Fall schon mal stärken. Das ist gut. Wenn alle Stricke reißen, wäre das mehr oder weniger meine Rettung, ne? Ist halt so. Wenn wirklich alle Stricke reißen, dann ja. Würden sie uns was verkaufen? Beste Geschäft im Dorf. Du willst auch wieder nur sowas verkaufen, aber... Wobei wir da ja den Hundekuchen... schon gebrauchen können. Elixier. Was ist denn Elixier? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist das Problem. Nektar verkauft sie gar nicht. Zu schade.
Zu schade. Weil wenn sie Nektarwix hätte, ne, Körperwix 200 wieder regenerieren, das wäre halbwegs okay. Da wohnt Feuerauge. Hier ist, glaube ich, der Schlafplatz. Bin ich alles täuscht? Ja, hier ist der Schlafplatz. Den nehmen wir noch kurz mit. Und ich glaube, dann war daneben nochmal ein Geschäft. Und wenn es dann da nicht ist, dann ist es mir egal. Dann gehen wir halt trotzdem in den Vulkan. Ohne, dass wir uns 7000 Mal heilen können. Dann müssen wir halt gucken, dass wir es irgendwie so schaffen. Mit Skill und dem Abwehrschild. Ist dann eben so, ne? Ein bisschen mehr Schild. Passt schon. Und durchaus vorher speichern, weil sterben. Sterben kann da schon relativ wahrscheinlich werden. Von daher, ja. Hättest du gerne noch einen Checkpoint. War hier nicht vorher noch ein. Okay. Scheinbar nicht. Alles klar. Dann lebe ich jetzt damit, ne? Macht mich halt ein bisschen. Geh mal aus dem Weg. Macht mich halt ein bisschen traurig, natürlich. Aber kannst nichts machen. Das ist halt echt kacke. Das ist halt. Das lässt sich echt nicht anders sagen als kacke. Ist mir eigentlich recht. Aber wie soll einem sowas halt auch recht sein, ne? Wenn man in einen Tempel geht und ja, keine fucking Heilzauber vorher besorgen konnte. Ist halt schon Mist. Und damit sind wir im Inneren des Vulkans. Wir sehen schon, mit welchen Gegnern wir uns hier anlegen dürfen. Ja, alles voll mit Echsen. Das ist natürlich ziemlich super, aber bei der Gelegenheit können wir das Verhalten des Hundes einmal ändern. Und zwar Angriffslevel 3. Ja, Angriffslevel 3. Okay, das passt. Jetzt lädt er es noch weiter auf und kann diese Echsen hier einfach one-hitten. Was auf jeden Fall für uns sehr gut ist. Wenn er denn trifft. Vorausgesetzt, ne? Diese eine Voraussetzung muss ich natürlich erfüllen. Boah, 77. Und sie ziehen mir so viel ab und ich habe einfach. Mein Heilzauber ist einfach leer. Oh. So, das Gimmick dieses Tempels ist so ein bisschen. Es gibt immer eine Pfefferschote im Tempel. Oder in dem jeweiligen Bereich, um weiterzukommen. Und besagte Pfefferschote müssen wir halt finden. Genau, da haben wir nämlich Pfeffer, da können wir zurück. Und suchen uns dann jeweils immer den Weg. Das wird total cremig. So das Gefühl. Klingt halt auch schon sehr cremig, ne? Auf jeden Fall, okay, es lohnt sich einfach nicht, das Ding aufzuladen, weil. Jetzt habe ich ein bisschen Lehm. Wie ist es denn hier immer noch einmal? Müssen wir wirklich auf den letzten Drücker aufheben? Ist einfach so. Wasser. 100 Krallen. Ah, 100 Krallen, schön und gut. Ich würde sie ja halt doch echt gerne ausgeben, aber. Man lässt mich leider nicht. Zumindest gibt man mir nicht das Passende, was ich gerne kaufen würde. So, auch in diesem Tempel gibt es eine Stelle, die ein bisschen unfair ist. Könnte man sagen. Wenn man das nicht weiß, wird man auf jeden Fall eine Menge Zeit damit verschwenden, zu suchen. Ohne, dass man dann irgendwann mal zu einem Ergebnis kommt. Wenn der Junge nicht immer daneben schießen würde. Schießen, vor allem, ja. Wenn der Typ nicht immer daneben hauen würde, dann. Und ich selber bin vom Damage her jetzt nicht wirklich so gut dabei. Dass man sagen könnte, okay, besieg die mal, Vesado. Alleine, ohne deinen Hund, schaffst du locker easy. Nicht wirklich.
denke mal, weiß ich nicht, 3 Level noch. Bevor ich hier. Bevor ich die 2 hitten kann. Was schon krass ist. Und du erreicht Level 12, na immerhin. Und feiert das mit einem Miss. Finde ich gut. Finde ich gut, Wollo. Weiter so. Weiter so. Und obwohl der Hund auf aggressiv gestellt ist. Wurzel. Komm, das ist aber. Das ist aber ein Heilzauber wert, oder? Ja. Okay, wir brauchen Wurzeln. So viel ist schon mal sicher. Wir benötigen Wurzeln. Wir benötigen viele, viele Wurzeln. Denn, passt auf, wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht weißt, weil so offensichtlich ist es jetzt nicht. Klar, wenn man das dann herausgefunden hat, denkt man sich, ja, doch, stimmt schon. Das ist schon alles, ja, auf jeden Fall. Aber wenn du das nicht weißt, dann stehst du einfach nur dumm da die ganze Zeit. Und das finde ich tatsächlich nicht ganz so geil. Aber das passiert in diesem Spiel ja des Öfteren mal, ne? Wahrscheinlich auch deswegen nicht unbedingt das leichteste Spiel der Welt. Pfeffer gefunden, genau. Den brauchten wir auch. Um dann nämlich hier wieder weiterzukommen. Telekinese. Ah, Hundi. Will ja nicht nerven, ne? Ich will ja nicht nerven, aber du könntest da mal... Dankeschön, genau. Du könntest da mal einmal kurz... Den einmal bitte kurz und schmerzlos machen. Ohne dass unser guter Wollo wieder ohne Ende auf die Fresse kriegt. Sehr gut. Da würden wir wieder Pfeffer benötigen. Frage ist, wo ist besagter Pfeffer? Ist der gleich direkt hier? Du hast genug Blätter. Ich finde nicht. Ich finde nicht, Leute. Ich finde ehrlich gesagt nicht. Deswegen ein Blatt. An dieser Stelle mal auf den Hund. Ist ja kein Verlust. Ist ja an dieser Stelle überhaupt gar kein Verlust. Du hast da gerade irgendwas entdeckt, glaube ich. Nee. Nee, hat er nicht. Schade. Schade, schade. Fuck. Ist halt dämlich, dass, wenn ich draufhaue, das bringt halt nichts, ne? Wenn ich dann noch zwischendurch daneben schlage, ich kann halt eigentlich nur einstecken, aktuell. Okay, das war nötig. Scheinbar. Wird uns straight. Na komm. Sehr gut, Mann. Wasser gefunden. Es ist lächerlich, als ob ich hier drin Wasser finde. Das halte ich für so was von unwahrscheinlich. Gar nicht. Da geht's schon weiter. So wie es ausschaut. Noch eine Wurzel. Reicht das für einen weiteren Hauch? Dreimal. Okay. Ja. Naja, ne? Was hat er da jetzt wieder? Asche. Naja. Toll. Dann würde ich aber sagen, liebe Freunde, im nächsten Part schauen wir uns an, was es hier hinten im Vulkan gibt, ob es noch weitergeht oder ob wir schon zum Bosskampf kommen. Ich denke zwar nicht, aber wir werden sehen. Haut rein, macht euch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.